Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier mit dem Thief Simulator 2. Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben bei der Umfrage. Es ist zwar schon jetzt knappe 2 Wochen her, ich habe es bloß leider zeitlich nicht geschafft, dass ich das jetzt endlich aufnehme. Und mein herzlicher Dank geht auch an Matthäus von Ultimate Games SA, der mir den Key zur Verfügung gestellt hat für das Spiel. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Geplant sind ich sage jetzt mal 3-4 Parts, vielleicht auch 1-2 Part mehr. Aber Let's Play denke ich mal nicht, dass es geben wird. Hauptsache, wir schauen uns das Spiel mal an, ob sich's denn auch lohnt. So, den ersten Teil habe ich ja schon mal gespielt und den fand ich recht nice. Jetzt wollen wir mal schauen. Schwierigkeitsgrad auswählen. Einfach Schwierigkeitsgrad für Menschen, die Kunst des Diebstahls genießen wollen, ohne sich viele Sorgen zu machen, erwischt zu werden. Typische Erfahrung eines Diebes. Alles ist eine Herausforderung, aber nichts bewirkt einen Herzinfarkt. Hardcore-Modus. Okay. Also ich würde sagen, durch das, dass ich ja wirklich nur ein Angezockt mache und ich möchte auch ziemlich weit spielen und ziemlich weit kommen, dass wir einiges sehen, mache ich das Ganze auf einfach. Und wir gehen natürlich... Keine Story, macht was du willst. Nee, wir machen natürlich den Story-Modus. Wir schauen uns das Ganze mal an. Also sehr viel Erinnerung habe ich jetzt an den ersten Teil nicht mehr. Ich weiß, dass ein paar Dinge mit drin waren, wo man gesagt hat, naja, das könnte noch ein wenig verbessert werden. Da kann ich mich schon dran erinnern. Spielerisch war es auf jeden Fall immer recht nett, sich da zu verstecken und vor der Polizei zu flüchten und so weiter. Aber warten wir mal ab, wie der zweite Teil ist. Ich habe jetzt gerade gelesen, es wurde nur von einem einzigen Programmierer erstelltes Spiel. Die erste Speicherung, das Spiel lädt derzeit etwa 60.000 Objekte. Okay. Irgendwo in der Madison Street gibt es eine Dämonenpuppe. Du kannst Menschen überfahren. Na toll. Ein Fun Fact. Menschen lieben es, sich zu beschweren. Ja, das stimmt. Deine Brechstange kann brechen. Und was gibt's noch? Okay, warten wir jetzt einfach mal ab, bis endlich geladen ist. Es dauert anscheinend eine Zeit lang. 2 Tage zuvor. Moment, Antwort, Space. They're coming. You have 1 minute. Okay, du hast 1 Minute. Tag des Blutspendens. Überprüfe die Ansicht der Sicherheitskamera. Okay, schauen wir mal. Kamera überprüfen. Okay, E beenden. Hol deine Sachen leise aus dem Schuppen. Okay, lass mich raus. Nein, nicht zumachen. Wie kann ich ihn hier raus? Ah. Wie kann ich ihn in die Hocke gehen? Ah, mit C. Naja, wenn man erst einmal die Steuerung nicht kennt, aber es ist schon mal gut, dass man die dann wieder sieht. Die haben Waffen. Hilfe. Da hinten muss ich hin. C is Crouch. Ja, das mache ich. Okay, ich muss wahrscheinlich... aufpassen, dass die mich durch das Fenster nicht sehen. Holt eine Sache leise aus dem Schuppen. Steuerung H. Ah, okay. T-Anleitung, Nachtsichtbrille. Oh, da gibt es sogar eine Nachtsichtbrille. Na gut, habe ich ja noch nicht. Ups. Ja, der schaut natürlich jetzt da raus. Deswegen wäre es jetzt nicht gut, wenn ich da hingehe. Die warten auf mich. Na komm, verkrümel dich. He's not here. Doch, ich bin da. Neues Tutorial T, Taschenlampe. Oh. Kommt der jetzt dahinter? Hilfe. Okay, kann ich? Flucht durch das Hintertor. Ah, hier.
Dann schauen wir mal. Schlüssel zum Hintertor. Okay. Und wohin dann? Einfach irgendein... Ah, da vorne. Da können wir wahrscheinlich jetzt rennen, denke ich, wenn wir raus sind. Yay, da ist unser Auto. Halten, um langsam zu verwenden. Ah. Ich will da einsteigen. Ah, so, hier. Musst du die Tür so zuknallen? Du wurdest gesehen, na super. Motor ein. Standort auswählen, Madison Street. Okay, Gefängnis im Hardcore-Modus. Wenn im Hardcore-Modus ins Gefängnis kommt, kannst du verlorene Beute auf der Polizeistation zurückholen. Du musst nur aus der Zelle ausbrechen und sie finden. Na toll. Hacken von Sicherheitspanels. Das Hacking-Laptop kann verwendet werden, um Sicherheitspanels aus der Ferne zu deaktivieren. Kameras, Türschlösser und so weiter. Du kannst ihn auf deinem Computer auch upgraden, um die Hack-Distanz zu erhöhen. Okay, Upgrades gibt es auf jeden Fall. Verkauf von Autos. Du kannst Autos komplett verkaufen, aber das lohnt sich nicht ganz. Nimm sie stattdessen auseinander. Okay. Was haben wir noch? Sonderposten. Einige Artikel sind als besonders gekennzeichnet, rosa Farbe. Sobald sie gestohlen wurden, erhältst du einen Spezialfähigkeitenpunkt, den du in deinem Tab Fähigkeiten verwenden kannst. Okay, also die sind dann so rosa umrandet, alles klar. So, ich denke, den nächsten Tipp brauchen wir nicht, weil wir sind bei 100% Laden. Aber warum wurde ich jetzt gesehen? Wahrscheinlich, weil ich eben die Tür, weil die zugeknallt hat. Deswegen habe ich das wahrscheinlich dann. So, komm. Es ist schlimm, wenn man dann immer so im hier so hängt, weil es gerade lädt und dann heißt es 100% und du sabbelst eigentlich nur, dass du was sabbelst. Dann schauen wir doch immer weiter. Rucksackgewicht und Geräusche. Wenn ein Rucksack voller Beute ist, macht beim Gehen und Laufen mehr Lärm. Auch interessant. Upgrade-Tools und Anpassungen. Oh, wir können Werkzeuge auch upgraden. Du kannst deine Tools auf Upgrade... Was? Ja, ist okay. Schon vorbei. Und? Alright, so you're in some deep shit. It took long enough. Look, you're my friend and all. I'll help you get out of this mess, but not for free. You have a whole criminal organization going after you. Let me think what can be done. Let's say you piss off a few people, break into a couple houses, and then you get my help. How's that? For starters, I'd go to 102 and steal some shit from there. It should be empty. Use your crowbar to get inside. Alles klar. Na toll. Hallo Auto. Okay, 102, das scheint da drüben das zu sein. Nee, das ist die 101. Okay, Moment. Brich in 102 ein. Das ist nur die Frage, wo ist die 102? Die wird ja wahrscheinlich dann hier irgendwo in der Nähe sein. Gibt es eine Map? Wahrscheinlich gibt es eine Map, oder? Ah ja, wir laufen genau auf die 102 zu. Verwende was? Quick Select, um die Brechstange herauszunehmen. Öffne das Tor mit R. Okay, aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen, würde ich sagen. Achso, Quick Select. Ah, hier. Mit Q. Verwendung E. Verwende das Brecheisen. Kann ich die Tür auch wieder zumachen? Nein. Weil ich weiß noch, dass man nicht gesehen werden durfte. Oh, 15 Dollar liegen da einfach mal so rum. Wunderbar. Geh mal in die Hocke wieder. Ich mag das nicht hier so. Ein Safe. Verwendung Safe knacken und Stethoskop. Das heißt, das habe ich noch nicht. Weil es in Rot ist. Oh, Moment. Können wir hier rein? Schloss knacken, Glasschneider. Es ist auf jeden Fall, macht es einen schöneren Eindruck als der erste. Okay, das Fenster ist offen. Wir schauen uns trotzdem hier noch um, weil da liegen ständig 15 Dollar. Ah, da kann man sich verstecken.
Der braucht einen Glasschneider. Okay. Dann gehen wir doch mal hinten an das Fenster. Wenn da niemand da ist, dann sollte das ja kein Problem sein. Ne? Vergittertes Fenster. So, gucken wir mal, was wir da haben. Verwendung E halten, um langsam zu verwenden. Immer. Immer langsam. Gleich angewöhnen. Nicht, dass ich da mal aufreiß und... Okay, da kann man nichts öffnen. Mülleimer, kann ich einen Klodeckel öffnen? Nein. Okay, es hat geheißen, es ist niemand da, ne? Machen wir mal schnell auf. Ja, da hört man schon den Unterschied, ne? Aber da ist nichts drin. Da haben wir ein Handy. U-Phone beschädigt. Ist egal, nehmen wir. Da haben wir einen Taschenrechner oder einen Rechner. Habe ich da jetzt eine Tür gehört? Ich hoffe nicht. Nee, das ist... Da ist nichts. Ein Donut. Das ist... Ah, doch. USB-Stick. Und dann machst du es so querig, wenn du das Zeug nimmst. Also ehrlich, ne? Also hier. Halt. Kleine Vase. 10 Erfahrungspunkte. Wunderbar. Wir müssen auf jeden Fall alles durchschauen, ne? Das ist klar. Gemälde. Okay. Das kann, muss ich halt nur ins Auto schaffen, ne? Moment, das heißt... Gegenstand mal fallen lassen, bitte. Das können wir jetzt nämlich noch nicht nehmen. Wir müssen mal erst hier durchschauen. Da haben wir den Eingang. Da sollte man auf jeden Fall in Deckung sein. Also ich weiß es zumindest noch vom ersten Teil. Da sollte man immer dann in Deckung sein. Weil eben Leute, die vorbeilaufen, einen sehen können. Machen wir dazu. Ach, das reicht schon, wenn ich das nur für ein paar Sekunden hier halt und dann loslasse. Dann wird quasi der letzte Rest vom Schub wird dann etwas schneller aufgemacht. So, was haben wir hier? Ein Brotkasten, die Dunstabzugshaube, die könnten wir ja mal anmachen, ne? Ein Topf. Stufe aufgestiegen. Privatnummer. Wer ruft an? Time to sell this stuff so you can pay me, brother. Drive to Crazy Joe's pawn shop. He's my pal. Ja, jetzt lass mich... It's in the same neighborhood. Number is 115. 115, alles klar. Jetzt lass mich doch erst einmal hier noch durchschauen. Das teure Porzellan. Teekanne. Ich habe irgendwas gehört. Bratpfanne. Oh, ein Wein. Bin mal gespannt, wie viel Kilo ich eigentlich einstecken kann. Was hat mich? Ah, okay. Brechstange 01. 11,9 Kilo von 15 Kilo. Verschuldung ist 500.000 Dollar. Naja, ist ja fast nichts. Das haben wir doch ruckzuck abbezahlt. So, Holzdekor mitnehmen. Oh, ein Schlüssel. 102 Schlüssel für die Fronttür. Dankeschön. Man kann hier schlafen, oder was? Ach nee, ich kann mich hier verstecken, ne? Zack, dann bin ich drunter unterm Bett. Und keiner sieht mich. Auch komisch. Wecker können wir nehmen, wunderbar. Die Lampe können wir nehmen. Dann machen wir mal die Schubkästen auf. $15. Also ist auf jeden Fall jeden Schubkasten aufmachen, wenn man da am Räubern ist. Ne? Vase, her damit. Leuchter, her damit. Man kann alles zu Geld machen. Oh Gott, hoffentlich denkt jetzt keiner, ich bin Profi-Einbrecher. Hey, die Schuhe kann man doch aber auch verkaufen.
Schön. So. Da haben wir noch einen Schrank. Ne, ich wollte nicht zumachen, ich wollte die zweite aufmachen. Weil wenn der eh keiner da ist, oh, $30 gleich, lalala. Ja, eine neue Jeans könnte ich eigentlich auch brauchen. Stoffhäschen. Schuhe. Und da haben wir nochmal ein günstiges Radio. So, das Einzige, was ich halt jetzt nicht mitnehmen kann unbedingt, das ist das Gemälde. Ist jetzt natürlich die Sache, ne? Wenn ich jetzt halt hier, geh mal in die Hocke. Wenn ich jetzt hier rausgehe, dann muss ich natürlich sicher sein, dass mich niemand sieht. Was steht denn da? Ein Schloss? Der Nachbar, hä? Das Schloss hat mich da interessiert, oder was ist das? Ach, das ist zum Üben, ne? Ja, aber das geht nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Dass uns hier jemand sieht. Ich weiß nicht, inwiefern man auffällig ist oder verdächtig wird, auch bei Autos oder so, das weiß ich nicht. Aber ich kann nicht schnell laufen. Also ich kann zwar in die Hocke gehen, aber ich kann nicht schnell laufen. Ah ja. Okay, damit haben wir das im Auto. Thief FM. Gut, wir müssen auf die 100, 105 haben wir gesagt, ne? Das scheint mir da angegeben zu sein. Okay, das Autofahren ist etwas komisch, da muss ich mich dran gewöhnen. Upsi, Entschuldigung. Ah, okay, und da sind wir. Und ich denke mal, dass ich mich da auch hinparken muss, weil ich sonst Probleme vielleicht bekomme, wenn ich nicht auf einem... Was ist Durchlaufzeit? Ach, das ist die Handbremse. Brake ist doch eigentlich... Ich weiß es nicht. So, es wird gespeichert. Wir nehmen das Gemälde. Wir gehen hier zu unserem Kumpel rein. Are you crazy? Was sagst du? Willkommen bei Crazy Joe. Ich kaufe alles. Naja, fast alles. Ich ziehe gestohlene Dinge vor. Um große Gegenstände zu verkaufen, lasse sie einfach auf den Boden fallen und sprich mit mir. Alles klar. Interaktion. So, das könnte ich gebrauchen. Alles klar, verkaufen. Das sind wahrscheinlich die Sachen, die ich jetzt auch bei ihm verkaufen kann, ne? Das könnte ich gebrauchen, verkaufen. Könnt ihr eigentlich alles gebrauchen, oder? So wie es ausschaut. Brauche ich irgendwas? Toaster, Teekanne, Gemälde? Was? Oh, das bringt sogar $120. Das U-Phone bringt $100, also das ist nicht schlecht. Wir machen einfach mal alles verkaufen. Yay. See, that's how it goes. Keep the money, it'll be rent for your new hideout. I need something from 104, and to break in there, we need a drone. It happens, the guy from 103 ordered a drone recently. Na, das ist doch super. We have to find out when he goes to work.
Okay. ja, dann mach's mal gut. Kann ich mir da irgendwas kaufen? Kann ich sonst irgendwas? Was gibt's denn hier alles? Da kann ich mich verstecken. Ich meine, es gibt ja Verstecke, ne? Also da muss man natürlich dann auch gucken. Da braucht man ein Schweißgerät, um die aufzumachen. Hey, Servusle. Damn thief. Du wurdest erwischt? Jetzt ernsthaft? Ich wusste nicht, dass ich mit dem nicht sprechen darf. Okay. Naja, gelernt, ne? So, habe ich jetzt das Zeug noch? Nee, okay. Muss quasi jetzt nochmal rein, ist in Ordnung. Naja, gut, aber diesmal mache ich ja gleich, verkaufe alles. Du trägst zu viel. Ja, gut, danke und selbst. So, alles verkaufen. Jawohl, dann machen wir eben das Gespräch hier nochmal. That's how it goes. Keep the money. It'll be rent for your new hideout. I need something from 104, and to break in there, we need a drone. It happens, the guy from 103 ordered a drone recently. Learn how to mark people. We have to find out when he goes to work. Ups. Ich gehe da nicht mehr hin, ne? Zumindest aktuell nicht. So, was ist denn mit dem Bankautomaten? Geldautomat Verwendung. ATM Hacker Tool. Also da kann man sich upgraden. Jetzt ist nur die Sache unbekannt. Crazy Joe's Pfandhaus. Wir gucken jetzt mal auf die. Okay, das ist so ähnlich aufgebaut wie in einem anderen Spiel. Zwei Level. So, neues Tutorial. Fähigkeiten. Machen wir doch einmal das. In deinem Inventar kannst du die Registerkarte Fähigkeiten auswählen und neue Fähigkeiten erwerben. Du musst aufsteigen, um neue Punkte zu erhalten, die du benutzen kannst, um aufzusteigen, musst du so viele Dinge wie möglich stehlen. Alles klar. Das heißt, wir gehen mal hier rein. Fähigkeiten. Wir haben Stufe 2, verbleibende Fähigkeitpunkte einen. So. Muss ich die jetzt anklicken oder... Also muss ich das dann bestätigen nochmal oder was muss ich da machen? Markierung. Hebe Anwohner hervor, indem du sie ansiehst, um ihre Routine kennenzulernen. Bemerke Kameras, schalte den Planungsmodus frei. Erforderliche Stufe 2. Was ist hier? Hören. Verringere die Hörbereiche der Menschen um einen Meter. Erforderliche Stufe 7. Lauf viel schneller. Heb Gegenstände im Wert von über $100 für 5 Minuten hervor. Vergrößerung des Rucksacks. Also das wäre eigentlich nicht schlecht, aber das ist erst ab Stufe 10. Also wir müssen uns jetzt halt quasi hier durchklicken. Okay, dann machen wir das mal. Lernen. Gelernt. Alright, I bet he's somewhere visible at 3 p.m. 1500 military time. Wait it out in the parking lot and then go to the spot I marked for you. Okay, du hast was für mich gemarkert. Ah ja, da vorne. Okay. Schauen wir mal, ob wir da hinfahren können. Ich muss mit Sicherheit hier auch aufpassen, dass ich jetzt halt niemanden zusammenfahre oder sonst was. Dann fahren wir doch einmal einfach dahin. Ich bin gerade mit dem Blick so... Einmal Straße, einmal unten auf der Karte. Das muss ich erst einmal checken. Okay, aber der ist hier. Parken kann ich hier wahrscheinlich nicht. Ich muss wahrscheinlich auf irgendeinem Parkplatz halten. Oder geht es auch hier? Oder bekomme ich dann Strafzettel? Das weiß ich nicht. Es könnte sein, dass dann das auffällig ausschaut und... Oder dann muss ich mit dem Auto hinfahren. Das kann jetzt auch sein. Ah ja. Kann ich da hoch? Ah, jetzt. Aber man sieht mich doch von da vorne, oder nicht? Geh um 15 Uhr in den markierten Ort. Ne, ich komme da bloß drüber.
wenn ich stehe. Ach, man kann die Dachrinnen hochklettern. Beweglichkeitsstufe 2. Da geht's nicht rein. Ich weiß schon, ich sollte es ja erst einmal beobachten hier, ne? Keine Ahnung, ob ich den brauche. Hier liegen auf jeden Fall 15 Dollar. Kann ich den wieder weglegen? Ui. Schlossklang. Sehen tue ich gar nichts. Gibt mit F eine Taschenlampe. Ah ja. Okay, komme ich da jetzt auch wieder raus? Schauen wir mal, ob ich da auch wieder zurückkomme. Ich komme da nicht mehr raus. Verdammt. Oh, was haben wir denn da? Eine Brieftasche. Her damit. Das heißt, ich muss mich dann irgendwo verstecken. Ich komme da nicht mehr raus. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich hier drüber bin, aber Hilfe. Ding Dong. Okay, das Einzige, was ich jetzt dann machen kann, ist quasi nochmal neu laden, ne? Weil ich komme hier nicht drüber. Ui. Du hältst etwas Ungewöhnliches in der Hand. Hilfe, ja. Bin ich jetzt im Mülleimer? Ja. Okay. Wahrscheinlich steht mein Auto auch total auffällig da. So ein Mist. Ich stelle mich jetzt halt schon am Anfang so doof an, ne? Polizei wurde an, ne? Nicht mehr verbergen. Nee, es passt schon. Eigentlich hätte ich einfach nur da warten sollen, ne? Was anderes hätte ich gar nicht machen müssen. Okay, der Stern blinkt. Passt. Escape Cops als Erfolg. Okay, gut. Naja, dann ist so wunderbar. Können wir quasi da an der Stelle beim nächsten Mal dann weitermachen, würde ich sagen. Weil 15 Uhr, das dauert ein bisschen. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Ach, ich kann, glaube ich, im Auto warten, wenn ich auf dem Parkplatz stehe. Das möchte ich jetzt halt mal noch ausprobieren. So, Mann, wenn das schnell gehen muss, ey, da... Hey, warte mal, zurück. Ich will ja erst einmal parken. Moment, ich will... Kann ich jetzt eh? Eh? Motor ein. Ein bisschen zurückfahren, dass ich nicht so voll auf der Straße stehe. Genau, und dann kann ich... Es ist etwas blöd. Jetzt. Okay. Also ich kann hier quasi warten. Und dann können wir da am nächsten Tag, beim nächsten Mal, können wir dann da mal schauen, ob wir da reinkommen. Alles klar. Leute, das soll es mit dem ersten Part gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao. We'll be right back.